wollte euch mal zeigen, was ich so in meinem Rucksack habe an Bastelausrüstung, was ich so mitschleppe. Ich meine, ich bin ja nicht so weit von zu Hause weg. Was fehlt, ist das Tarp. Und ich habe auch die Schnur und das kleine Mora nicht rausgenommen. Aber wie gesagt, der Rest ist hier. Erstes Mal mein Wanderstab. Wichtig für mich, damit ich gut den Berg hochkomme. Ich bin ja nicht mehr so sicher auf den Füßen. Eine Wasserflasche, Thermoskanne, Futterschächtelchen von Hund. Dann mein Stativ, wo die Kamera drauf steht. Die Kameratasche mit Akkus und mit diesen SD-Karten. Dann ein Kleinbohrer, dann die Brustleier mit drei verschiedenen Bohren jetzt. Ein wunderschönes Mora, was ich mal geschenkt habe. Sehr scharf, sehr gut und schön leicht. Dann mein Taschenhobel. Mein Lansky Schärfset ist auch gut, wenn man dieses Schälmesser von Mora mit dieser runden Klinge schärfen will. Hier ist dieses Mora-Messer, das habe ich so ein bisschen Leder gewickelt, Bleistift, Kiridashi. Na, will es nicht zu, muss aber. Natürlich meine Sitzunterlage, die Schüssel von Hund fürs Wasser, der Schlegel, ist immer ganz gut, wenn ich diese Stemmarbeiten machen will, damit ich mir nicht meine Stechbeitel zerdresche. Ja, ja, ist ja gut. Der Hund ist immer auf Achse. Tja. Natürlich meinen finnischen Rucksack, wo ich alles drin verstaue. Die Gomboy, wahlweise oder und auch meine Bügelsäge. Hier sind nochmal so Schnitzmesser eingewickelt, die habe ich jetzt auch nicht unbedingt ausgepackt. Ja, eine kleine Feile ist auch immer recht praktisch, wenn man was machen will. Der Hohlbeitel, hier sind die zwei anderen Bohrer, dazu jetzt neuerdings noch das Mora Schnitzmesser, bin ich sehr froh, dass ich das gekauft habe, bin sehr zufrieden damit, natürlich mein Beil und ein bisschen Sandpapier. Hundeleide kommt noch dazu, das war es eigentlich schon. Wie gesagt, das Tarp ist zu Hause, was ich hier drüber spanne. Es war ja kein Regen angesagt. Und wenn ich da für mich noch ein bisschen was zu essen mitnehme, dann ist der Rucksack aber auch ausgelastet. Ich weiß nicht, was es zusammen wiegt. Ich schätze mal mit dem ganzen Gerödel, was ich so noch in den Taschen habe, vielleicht 15 Kilo, die ich da den Berg hoch asten muss. Mache ich aber gerne, macht ja auch Spaß. Hier oben bin ich ja eine ganze Weile. Und da möchte ich gerne alles dabei haben, was ich so brauche. Gut, dann baue ich das wieder schön zusammen. Das war nur mal ein kleiner Überblick. Bis bald mal wieder, euer Miesegrau. Tschüss. Jetzt kann ich endlich mal den Rucksack innen sauber machen, wenn der ganze Mist draußen ist. Und mal die ganzen Späne rausschmeißen.